Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Wir gehen jetzt hier runter zu der neuen Nebenaufgabe. Ein verlassenes Grab. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Ein Laden unten im Grab, das ist natürlich creepy. Aber wir gehen mal runter, weil ich habe ja anscheinend keine Wahl. Na herein in meinen Laden. Okay. Ein Magi. Wie überraschend. Das siehst du jetzt schon, dass ich ein Magi auf bin? Auf der Suche nach magischen Runen? Oder kostbaren Statuetten? Ja. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Ja, wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Okay. Du weißt schon, dass man nicht hier unten voll eiskalt... aber die Geschäfte rufen. Okay, ich bin könnte, bald wieder zurück. Könnte, meine ich. Also ich will damit nichts andeuten, aber das könnte gefährlich werden, so. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Mhm. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Oh. Timehotep wird sich freuen. Oh. Das waren alle. Dann kann ich mich jetzt mit Timehotep treffen. Oh, das ging aber schnell. Das habe ich jetzt hier nur zufällig gesehen, ehrlich gesagt. Nicht, dass sie mich jetzt angreift oder so, weil ich jetzt... Sie kann alles besorgen. Also ist sie so eine Art Diebin oder was? Wo ist sie jetzt eigentlich hin? Los! Oh. Oh, das war mir so klar. Das war auf dem Hinterhalt. Du hast dich lang genug umgesehen, Magi. Ja, du verängstigst dich die Kunden. Also ist sie nur so eine, weiß ich nicht. Sie bringt nur die Leute hier runter. Ich habe das doch gewusst. Es ist so ruhig hier. Hier kann immer irgendwas passieren und keiner merkt es. Ich dachte eigentlich, dass mit ihr was passieren könnte. Nein, natürlich ist das eine Falle und hier werden die Leute ausgeraubt. Das ist ja ganz geil. Voll Pfosten. Aber nicht mit mir. Hab schon geahnt, dass hier irgendwas merkwürdig ist. Flamingozungen und Reiherfedern habe ich schon, weil ich diese Tiere öfters schon gejagt habe. Einfach nur random. Ich wusste, dass ich das irgendwann mal gebrauchen könnte. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Sehr gut. Und wo ist jetzt die Frau, diese miese Hexe, die arme Leute da runterlockt und... Na, schade. Ich dachte gerade, das ist sie. Aber die sehen ja hier alle irgendwie gleich aus. Die müsste man eigentlich auch zur Rechenschaft ziehen, ne? Egal. Wir haben nichts dafür bezahlt und alles ist super. Aber diese Flamingozungen und Reiherfedern habe ich schon eine ganze Weile. Und am letzten Part sagte sie braucht frische Vögel. Ja, viel Spaß. Ich habe die schon seit Wochen. Viel Spaß. Und jetzt wurde der Herold des Pfads gebettet. Der Herold des Pfads. Ruhe gebettet, Ruhe gebettet, Ruhe gebettet, Ruhe gebettet. Wisst ihr, was ich damit meine? Es verdoppelt, verdreifacht sich, was die hier sagen. Ach, das sind manchmal so Sachen, wo ich mir denke, okay, geht mir nicht auf den Sack. Ist ein bisschen schlimmer geworden mit dem Update, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die beheben wieder diese ganzen Fehler, die jetzt hier dazugekommen sind. Was so einige sind, so, was weiß ich, Bugs und dass Leute auf einmal in der Luft laufen und das war vorher irgendwie nicht. Habe ich nie gesehen. Naja, werden wir sehen. Oh. Ich habe euch gerettet. Dass die Krokodile hier einfach an Land kommen, also unglaublich. Wobei, die Menschen und Krokodile leben ja hier nah beieinander. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. So. Da ist die Dame. Wartet mal, ich will mal kurz... Mit etwas locken? Ja, lock mich, ja.
ETF? Stelle. Oh, das ist Mary Amun. Sieht schön aus, das Pferd. Mary Hacker. Kuku. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Habe ich den? Nein, ne? Knochenknacker. Warum heißt der so? Wahrer Freund. Komm, ich will den Knochenknacker. In Ordnung. Dankeschön. Danke für den Knochenknacker. So, Ich habe, was du brauchst, Heimhotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djoser-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Gerne. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Sieht so ein bisschen aus. Naja, gut. Komm, ich dachte, sie darf nicht sich so viel bewegen. Sollten wir nicht lieber... Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Okay. Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Was? Ich glaube das nicht, Nebet. Ich auch nicht. Mara, das haben wir doch schon besprochen. Weil es nicht so ist. Lass uns jetzt lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Deine Gute Dienerin Idee. Ist auf jeden Fall schlauer. Also sie... ja. Wow. Verdammt, wir müssen aufholen! Da bist du! Wow. Ich reiß dir die ein. Ach, halt's Maul, ja. Wo willst denn du hin? Für dich gibt's kein Entkommen mehr. Tut mir leid, aber ich töte dich jetzt. So, warten die jetzt auf mich oder reisen die hier weiter? Und wir haben ein neues Gebiet entdeckt, das konnte ich jetzt gerade nicht sagen. Oh, hier ist auch eine Pyramide. So eine Stufenpyramide. Wow. Okay, das sieht cool hier aus. Abgesehen von den Arschgängen, die mich hier angreifen, aber sonst... Wow. Ha! Da wären wir. Okay. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Ja, dich auch, oder so. Habe ich jetzt gerade eine Schlange oder so gehört? Nicht, dass du jetzt von der Schlange hier gekillt wirst. Ach, hier wird sie das Ritual durchführen. Ist ja schon alles vorbereitet. Okay. Dann lass es dir gut gehen. Ich werde euch beschützen, so gut es geht. Wir kriegen bestimmt Besucher, oder? So, dann viel Spaß beim Ritual. Muss ich jetzt noch mit dir reden? Oh, sorry. Ah, nee, es passiert automatisch. Okay, ich habe Angst. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten, denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Sind wir fertig? Und es sieht sehr cool aus, dass wir jetzt hier gerade stehen und... Yeah. Müssen wir sie nicht zurück eskortieren?
Hallo? Anscheinend nicht. Na gut. So, hier kann man noch eine Schnellreise machen. Hier kann man auch Sachen plündern. Was für ein Gebiet ist denn das jetzt hier? Nomus Sakara. Okay, kenne ich nicht. Interessant. Also wir haben jetzt ein neues Gebiet entdeckt. Hier unten scheint irgendwas zu sein, was cool ist oder so. Ich weiß nicht. Ich hole mir jetzt erstmal den Schatz hier. Das könnten wir noch in dem Part hier machen. Also den Schatz plündern und vielleicht noch irgendwas. Ich weiß nicht. Toll, ich komme hier nicht hoch, weil das Pferd zu blöd dafür ist. Einfach mal hochspringen oder so. Nein, Spaß. Ist schon ein bisschen extrem höher gewesen. Schatzplündern ist meistens aber so, dass da Gegner sind und auf mich warten. Deswegen mal gucken. Also wir haben ja schon welche gesehen eben, aber... Mal schauen, was uns noch für Überraschungen und so... Oh, ist das schon der Schatz? Ja, toll. Wow, ich finde irgendwie immer ganz zufälligerweise direkt die Sachen. Das ist schön. Muss ich nicht so viel suchen. Also nicht immer, aber in letzter Zeit. Das gefällt mir. So, ich würde schon gerne hier mich umschauen und da ist irgendein Gegner. Was? Hallo. Wollen wir mal ein bisschen reden? Komm mal. Ja, komm mal, du Sau. Ist ja schon eklig. Sollen wir mal da raufklettern? Also so eine Übersicht auf so eine Stufenpyramide möchte ich auch gerne haben. Ist aber auch ganz schön hoch zu klettern. Ach du Kacke. Also wenn ich hier hochkomme, ich weiß nicht, ob ich hier klettern kann. Oh, shit. Ich glaube, ich kann nur an diesen kaputten Stellen hier klettern, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, nur an diesen Stellen. Und hier so. Alles klar. Also muss ich jetzt genau gucken, wo ich jetzt hier hochklettern kann. Ja. Aber hier gibt es ja genug Risse. Leider. So. Okay, es geht doch ziemlich schnell. Es sind halt so eine kleinen Abschnitte, die man hier hochklettern muss. Macht es ein bisschen einfacher. Wir müssen jetzt eigentlich schon oben sein. Ja, cool. Wir sind oben. Und dann synchronisieren wir mal. So. Weltkarte aktualisiert. Xenos Wahrnehmung ist auch verbessert. Das ist sehr schön. Gucken wir uns mal hier ein bisschen die Umgebung an. Das müsste Memphis sein. Da irgendwo ist die Sphinx da vorne gewesen. Oder war es da? Ist das da vorne, Gizeh? Warte mal. Ja, okay, dann sind das andere Pyramiden. Okay, dann haben wir wieder andere Pyramiden entdeckt. Ach du Scheiße, wie viele Riten für Anubis. Okay, das Let's Play wird auf jeden Fall noch eine Weile gehen, weil ich mir noch ein bisschen mit euch auch anschauen werde. Und Nebenaufgaben sind hier auch noch einige. Geil. Sehr schön. Cool. Ja, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, was wir jetzt machen. Wir können uns ja hier noch irgendwas anschauen. Oder vielleicht ins Grab reingehen? Ich weiß nicht. Was ist das hier? So, die Geheimnisse von Pyramiden finde ich immer richtig cool. Also, was alles drumherum ist. So, ich springe jetzt mal hier so ein bisschen gefährlich runter. Neuer Ort entdeckt. Kombranis, Alter. Das heißt Kobranis. Wow. Hier stehen immer so komische Namen, dass ich das so komisch ausspreche. Das ist hier ein Kobranis. Mann, WTF. Ich dachte jetzt hier, das ist irgendein Ort oder so. Lol. Oh mein Gott. Wie unglaublich schlecht das jetzt war. Gut, ein Kombranis. Also, wir gehen jetzt in den Kombranis rein.
Ah, schön. Kobranester sind... Oh Gott. Okay, das Kobranest haben wir erledigt. Puh. Willkommen, Plünderer, ihr habt das... Alles klar. Der dachte jetzt, wir sterben jetzt durch die Kobras. Pech gehabt! So, das haben wir auch gemacht. Das Nest ist weg. Und was ist dieses Goldene immer? Das scheint irgendwas, so ein Event oder irgendwas zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Wenn wir schon hier sind, warum sollen wir uns nicht mal alles ein bisschen angucken? So ist meine Let's Play-Weise, dass ich nicht einfach Aufgaben mache und dann wieder abhaue. Sondern ich möchte auch gern erkunden mit euch. Finde ich nämlich sehr interessant. Ist nur die Frage, wie kommt man da runter? Ich muss aufpassen, hier scheinen überall Kobras zu sein. Hm, wo ist der Eingang? Das sieht ein bisschen aus wie so ein Eingang. Ich weiß nur nicht, ob es so ist. Ja, doch, okay. Wo führt mich das runter? Neuer Ort entdeckt. Grabmal von Djosa. Die antike Tafel. Das ist ja auch so eine schöne Aufgabe, die man machen kann. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht von Kobras angegriffen werde. Weil die sieht man echt schwer hier. Ist einfach, ja. So. Auf dass wir nie wieder Fluten erleiden müssen. Ich weiß zwar nicht, wo genau jetzt diese ganzen Sachen aufploppen, aber man hört schon. Ah, über Spinnweben. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass man hier runter kann. Wow, das geht echt tief hier runter. Und mehrere Wege? Nee, doch. Ah, doch. Das sind mehrere Wege. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da rein? Bewegen? Gut, mache ich das mal. Ich glaube, das ist so eine Art Abkürzung, oder? Ach, ich weiß es nicht. Hier sind ja 3 Millionen Durchgänge. Kann man darüber klettern vielleicht? Nein, ne? Shit. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, ist schon mal cool. Leichter Bogen. Da kann man nicht durch. Okay. Muss mich erstmal hier ein bisschen durchfinden. Imhotep war früher. Okay. So, ich mach mal das hier alles an, damit ich weiß, dass ich hier schon war. Bröckelnde Mauer. Gut, das hätten wir auch mal erledigt. Nochmal gucken, ob hier irgendwas liegt oder man sammeln kann. Boah, das ist aber echt riesig hier, ne? Oh.
Oh, hat die mich erschrocken. Oh, diese miesen Schweine, ey, wirklich. Schön die Kobras da verstecken, ne? Ihr kleinen Arschgeigen. Boah. Scheiße, das kann ich nicht bewegen. Weil da dieses... Weil da was dazwischen ist, aber jetzt geht's. Ah, das ist doch hier, wo wir... Oder? Nein, doch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Wo wir eben waren. Glaube ich. Hm. Okay, das ist sehr verwirrend hier unten. Ich dachte, hier kann man irgendwie durch, aber... Nee. So, Kobras sind hier auch. Müssen wir aufpassen. Markierung. Ah! Ah! Oh, shit! Ah, geh weg! Oh, fuck! Oh mein Gott! 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 Ist hier noch eine? Hallo? Scheiße, ist ein Dreck. Ist hier noch eine? Ich hör's ja. Ich bin nicht blöd, ich hör's. Oh mein Gott. Oh, diese Mistviecher, die mich erschrecken. Oh cool, man kann das auch kaputt machen. So, das könnt ihr kurz lesen. Okay. So, das ist jetzt hier die Schriftrolle. Denke ich mal. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Dann kriegen wir doch einen Fähigkeitspunkt, glaube ich, oder? War das nicht so? Finden die Artikel... Ja, ein Fähigkeitspunkt, sehr schön. Dann haben wir jetzt, ich glaube, 3. So, wir müssen echt hier aufpassen, wegen den Schlangen. Um seine Erleuchtheit beauftragte Imhotep, ihm ein Heim für das Nachleben zu errichten. Und Imhotep sagte, er soll deine Herrlichkeit repräsentieren und als Zeichen deiner Größe die Zeitalter überdauern. Er nahm 20.000 Männer und sagte, Tod, sende mir eine Vision, wo ich eine Mastabe errichten soll. Die Größe ist als alle anderen. Und das Volk sagte, wir geben dir alles, was du brauchst, um unseren großen Vater zu ehren. Okay. Ich trau mich hier nicht so lang zu gehen, ne? Wegen den Kackschlangen. Oh, was ist das denn noch? Sohn des Horus, Herrscher über alle Repräsentant der Götter. Errichter von Tempeln und der Kultur, geliebter Vater unseres Volkes, Diosa Nigerichet. Ach du Scheiße, ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Gut, dann müssen wir eigentlich jetzt so gut wie alles hier uns angeschaut haben, hoffe ich, denke ich mal. Oder? Also, für mich sieht es so aus, als ob wir es geschafft haben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hilfe! Weil ich keinen Plan habe, wo hier der verdammte Ausgang ist. Ich weiß, hier kann man irgendwo raus. Hier waren noch diese Käfer. Wo waren die? Ach nee, stimmt. Stimmt ja, die Käfer waren hier und haben mir gezeigt, dass da ein Weg ist. Na toll, wie komme ich jetzt hier raus? Hilfe! Hilfe! Kann ich nicht eine Schnellreise machen? Ja, geht auch. Okay, super. Perfekt. Dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann!